Escape and Arrival Retreat 2022 hier in Dubai. Was für eine unglaubliche Woche. Da will ich anknüpfen. Unglaublich war vor allen Dingen die Energie und das, was die Teilnehmer gelernt haben. Menschen waren hier, die vorher keine Idee hatten und jetzt die Grundlage haben, um ein Internet-Einkommen aufzubauen. Unglaublich, was passiert ist. Wenn du mehr dazu wissen willst, klick auf den Button, der ist unten in der Beschreibung drin. Aber jetzt schauen wir uns an, was die Teilnehmer erreicht haben und was diese Woche eigentlich so passiert ist. Ich habe mich für das Retreat von Northlife Passport entschieden, weil ich in der Online-Marketing-Szene einfach einen tieferen Einblick haben wollte. Ich bin schon länger gewollt, in diese Branche einzutauchen oder zu starten, aber mir hat einfach so der richtige Einblick einmal komplett gefehlt. Ich wusste oder ich hatte eine Idee, welches Produkt es sein sollte, aber ich bin so ein Typ, ich brauche das Verständnis für den kompletten Weg, also von der Idee bis zur Umsetzung, bis zum finalen Kurs und in dieser Hoffnung bin ich auch hier reingegangen und ja. Warum ich mich für das Retreat von Love My Passport entschieden habe, ist, dass ich für mich entschieden habe oder mir klar war, dass ich nicht das, was ich jetzt mache, für immer machen möchte, dass ich mir noch selber was aufbauen möchte und habe das tatsächlich als Möglichkeit gesehen, auszubrechen im Prinzip und mir was Eigenes zusammenzustellen, mit Hilfe von Northlife Passport mir die nötigen Informationen zusammenzusuchen und dann einfach zu starten. Ich habe mich für das Retreat entschieden, einfach weil ich gemerkt habe, schon seit längerem, dass das, was ich jetzt im Moment mache, mich einfach nicht erfüllt. Also in einem ganz normalen 9-to-5-Job arbeiten für irgendjemand anderes, was nicht mein Ziel ist, wo ich einfach das Ziel vielleicht von jemand anderem erfülle, aber nicht meins. Und da wollte ich einfach oder will ich einfach raus aus diesem Hamsterrad, sage ich mal, und einfach was machen, was mich erfüllt, was mich weiterbringt und für mich arbeiten. Und deswegen das Retreat, weil ich einfach den Menschen hier vertraue oder da das sehe, wo ich auch hin möchte, mich da verwirklichen will und das auf dem Retreat einfach erfahren darf, wie ich da hinkomme. Das wurde mehr als übertroffen, muss ich sagen. Also gerade die Expertise, die hier vom Team gegeben wird, die intensive Zusammenarbeit, die wir tagtäglich in Umsetzungsstunden mit dem Team machen können, habe ich so auf noch keinem Retreat davor, ich habe schon einige in anderen Bereichen gemacht, aber so intensiv mit so einer hohen Klasse von Expertise, was die Menschen mit sich bringen, habe ich so noch nie erlebt. Und dementsprechend habe ich auch extrem viel gelernt. Und für mich war das wie so ein unklarer Weg, wo einfach sehr vernebelt war noch. Ich aber im Prinzip wusste, wo ich hin möchte, aber der Nebel war innerhalb von 2-3 Tagen komplett weg. Für mich hat sich diese Woche sehr viel verändert, vor allem der Blick auf mich selbst. Ich war davor die ganze Zeit so ein bisschen im Struggle. Was mache ich genau? Wie fange ich an? Ich hatte so viele Sachen irgendwie auf meinen To-Do-Listen stehen, ich wusste nicht, wo ich anfangen soll. Alleine schon das Thema Themenfindung war bei mir ganz schwierig. Ich habe immer gesagt, okay, ich mache das, dann mache ich das, dann mache ich das. Und jetzt hier in den Kontakt zu kommen mit vielen Menschen, die ich einfach nicht kenne, hat mich dazu bewogen, halt wirklich dem nachzugehen, was ich eigentlich schon die ganze Zeit getan habe. Und dieses Feedback halt von Leuten zu bekommen, hey Joy, du bist das doch, das war für mich echt viel wert. Der größte Gamechanger für mich diese Woche war definitiv, dass ich das Verständnis für den Blueprint bekommen habe. Also Blueprint ist ja dann schlussendlich der komplette Weg, der mir am Anfang gefehlt hat oder wo mir das Verständnis gefehlt hat. Und die einzelnen Puzzleteile zusammensetzen und auch zu verstehen, das war für mich wirklich der Gamechanger. Also ich hatte gestern Abend so einen Moment, da saß ich so bei mir auf dem Balkon und das war ein ziemlich emotionaler Moment. Da habe ich so gefühlt, das fließt wie so ein Fluss durch mir durch an Motivation und an Kick.
jetzt richtig durch die Decke zu schießen. So. Weil man hat das, was man sich natürlich anhand der ganzen Sessions angeeignet hat, man hat das Wissen, man hat auch das Mindset, gerade so diese Morgenroutinen. Also ich persönlich bin halt jemand, der lässt sich gerne auf neue Sachen ein. So. Ich bin da immer offen für neue Challenges. Und wieso nicht? Ich habe noch nie meditiert zum Beispiel und habe halt festgestellt, es macht schon was mit einem. Man muss halt dafür nur offen sein. So. Und das alles zusammen ergibt halt ein ganzes Veränderungspaket. Und ich hatte halt eben, wie gesagt, gestern so einen echt so einen emotionalen Moment, wo ich aus dem Balkon da direkt auf die Stadt geschaut habe nachts. Und das sieht halt alles so wahnsinnig schön aus. Und man geht nochmal zurück, okay, was ist passiert, was hat man gelernt? Und man hat halt diesen, man schaut auch auf seine eigenen Notizen so, was man sich vorgenommen hat zu erledigen, also die To-Do-Liste. Und man stellt dann fest, hey, da fehlt vielleicht halt höchstens nur noch ein To-Do. Und dann ist halt das, was ich mir am Anfang gesetzt habe, sah halt so viel aus. Und du hast am zweiten Tag, war es halt schon wieder sehr viel Input. Und dann hat man sich halt gedacht, oh je, habe ich mich vielleicht überschätzt, zu viel aufgeschrieben. Und dann aber funktioniert es wieder oder es funktioniert wieder was und man hat halt wieder diese ganze Motivation, diesen ganzen Schub. Und ich sag ja, ich war gestern so richtig kurz vorm Explodieren auf diesem Balkon bei mir, weil ich mir gedacht habe, so einfach nur, das war einfach nur ein geiles Gefühl. So. Man war voll, ich hab mich noch nie so gefühlt oder wenn, wüsste ich nicht, wann das letzte Mal gewesen. Ich war voller, nennt sich das Elan, ob Elan, ja. Ich war voll geladen einfach nur. Ich wollte halt wirklich Vollkette geben, ja. Und ich habe mich noch nie so bereit gefühlt, so wie jetzt eben. Was ich tatsächlich gelernt habe oder dann auch umgesetzt habe, ich weiß jetzt Begriffe wie Landingpage, Salespage, was ist das, was steckt dahinter, wie baut man die auf, was ist wichtig, worauf muss man achten. Welche Dinge sollte man zusätzlich noch beachten, wenn man eine Landingpage hat, wie man die richtige Zielgruppe erreicht, wie man seine Zielgruppe findet. Und das sind alles Dinge, die ich vorher, wovon ich überhaupt noch gar keine Ahnung hatte und jetzt eindeutig viel schlauer bin. Was ich konkret bis jetzt umsetzen konnte, ist tatsächlich, dass meine Landingpage schon steht und die Automatisierung dahinter und ich das tatsächlich jetzt schon nach, ich glaube heute ist Tag 3 oder Tag 4, auf meine Webseite echt einbinden kann. Also ich hätte es nie gedacht, weil gerade so vor der Technik hatte ich auch so ein bisschen Angst, aber wir werden hier echt gut an die Hand genommen. Also Erfolge, die ich die Woche feiern konnte, waren zum einen, dass ich mein Leadmagnet fertiggestellt habe, die Landingpage dazu, also so dieses und alles, was natürlich dann noch dazugehört, dieses Grundgerüst und dann auch allgemein unglaublichen persönlichen Erfolg meiner Meinung nach, weil ich unglaublich viel Mindset-technisch einfach lernen durfte und mir ja in den Tagen einfach unglaublich viele Gedanken über die verschiedensten Dinge gemacht habe, was ich weiterhin auch noch machen werde und ich jetzt einfach in meinem Denken ganz, ganz anders bin, als wie ich hierher gekommen bin. Was würde ich der Person sagen, die auch überlegt, hier beim Retreat teilzunehmen? Ich würde auf jeden Fall sagen, mach's, weil es einfach unglaublich viel mit einem selber macht. Und man einfach so unglaublich viele tolle Menschen zum einen kennenlernt und dann aber auch einfach unglaublich viel für sich selber lernt und unglaublich viel lernt, um halt einfach seine Ziele, seine Träume zu verwirklichen und auch einfach jobmäßig natürlich aus dem 9-to-5 oder was auch immer man hat, rauszukommen und wirklich Freiheit, flexibel zu sein, lernen darf. Ich würde Ihnen meine Story dahinter erzählen, dass ich wirklich mit einer groben Idee hierher kam. Am Anfang noch dachte, ist es überhaupt schon das Richtige für mich? Ist es vielleicht noch ein bisschen zu groß und zu viel jetzt? Aber es war für mich der perfekte Einstieg. Und ich hatte lediglich Basiswissen in Social und Online-Marketing. Von dem her kann ich es nur jedem empfehlen, einfach diese Erfahrung selbst zu machen. Würde ich das Geld, das ich in den Retreat investiert habe, noch einmal investieren? Auf jeden Fall. Und ich war noch nie auf einem Retreat, muss ich wirklich sagen, bei dem ich mich mit anderen Teilnehmern auch dann unterhalten habe und bereits so zur Hälfte des Retreats eigentlich alle gesagt haben, hätte ich gewusst, was ich hier alles lernen würde, hätte ich das Doppelte bezahlt. Und das ist für mich wirklich eine ganz klare Aussage, dass sich hier jeder
egal wo er herkommt, wir haben hier alle mit sehr unterschiedlichem Wissensstand angefangen oder auch vom Mindset her sind hier die unterschiedlichsten Typen vertreten, muss ich wirklich sagen. Aber jeder Einzelne, mit dem ich auch gesprochen habe, und das gilt für mich definitiv auch, hat einfach gesagt gehabt, das, was hier einem beigebracht wird, ist sowohl von der Art, wie es beigebracht wird, als auch von daher, was beigebracht wird, einfach so wertvoll, dass man diesen Preis definitiv nochmal bezahlt hätte. Ja, auf jeden Fall. Ich würde das Geld, was ich für Love Life Passport oder für dieses Retreat investiert habe, auf jeden Fall nochmal ausgeben. Was man alles mitgenommen hat im kompletten Paket und wir sind jetzt ja noch gar nicht am Ende. Das sind so viele tolle Erfahrungen, die man gesammelt hat, so viele Dinge, die man gelernt hat in so kurzer Zeit. Und es ist ja eine Investition in mich selber. Ich habe ja für mich entschieden, ich möchte ausbrechen, ich möchte nicht mehr das machen, was ich momentan mache, mir was selber, was Eigenständiges aufbauen. Und nur mit einer Investition in sich selber kommt man halt auch weiter. Denn ansonsten bleibt man halt einfach da, wo man ja herkommt. Von daher auf jeden Fall würde ich es nochmal investieren. Die Woche ist vorbei. Retreat 2022, zumindest das erste Retreat 2022, denn wir haben noch ein weiteres, das dieses Jahr passiert und du kannst dich darauf bewerben. Fakt ist aber, zum jetzigen Zeitpunkt, wo dieses Video online geht, kann ich jetzt schon sagen, dass über 90% aller Plätze einfach weg sind. Und das ist nicht irgendeine Marketingphilosophie oder was auch immer, sondern wir haben während dieser Woche unglaublich viele neue Bewerbungen für das neue Retreat erhalten. Das heißt, du musst jetzt eine Entscheidung treffen, auf den Link klicken, der in der Beschreibung ist, und dann einfach eine oder deine Bewerbung ausfüllen und dann machen wir beide einen Call. Gemeinsam, du und ich. Wir machen einen Plan, wir machen eine Strategie und schauen uns an, was wir machen müssen, um dir zu zeigen, dass du in so einem Raum sitzt und wir gemeinsam an deinem Traum von Internet-Einkommen arbeiten, vom Online-Marketing arbeiten. Ich freue mich drauf, gemeinsam mit Annika, mit dem Team, dir zu zeigen, wie auch das für dich in Zukunft passieren wird. Klick auf den Button, ist unten in der Beschreibung drin und hoffentlich sehen wir uns bald auf dem nächsten Retreat.